Heute geht es mit dem Mountainbike nach Essen zum Baldeneysee. Los geht es von Recklinghausen Süd, diesmal bei diesem wunderschönen Wetter vom Stadthafen in Recklinghausen. Ja, hier am Stadthafen kann man richtig cool relaxen. Das Restaurant, das hat einen Außenbereich, einen Beachbereich. Das hat Sand, da sind Liegestühle, da könnt ihr Cocktails trinken, Eis essen, auch so lecker essen im Restaurant. Richtig coole Location. Die Tour heute ist 95 Kilometer lang mit 1328 Höhenmetern. Auf der linken Seite befindet sich die Zeche Pluto in Wanne-Eickel. Ja, und hier befinde ich mich sozusagen auf der A40 für Radfahrer, dem neuen Radschnellweg RS1. Das ist hier ein kleines Teilstück in Wattenscheid, was schon fertiggestellt wurde. Der RS1 soll von Duisburg bis nach Hamm führen, das sind knapp 100 Kilometer Radweg. Der Projektträger ist der Regionalverband Ruhr. Ja, ich habe auch diese Tour wieder auf zwei Videos aufgeteilt. Ja, sonst wäre die Videolänge über 35 Minuten gewesen und das ist einfach viel zu lange, finde ich. Endlich haben wir mal Sommerwetter, nicht so wie in den letzten 2-3 Wochen, wo es wirklich nur am Regnen war. Es war kalt, es war windig. Ja, und heute haben wir so um die 28 Grad draußen. Da macht alles auch irgendwie viel mehr Spaß, finde ich. Schaut euch mal den Hund an, ist er nicht süß? Dankeschön. Diese Tour fahre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe die mir auf Komoot zusammengestellt. Ich habe mir ein paar schöne Trails zusammengesucht und da muss ich die Wege natürlich auch entsprechend finden.
daher nicht so ganz so flüssig meine Fahrweise. Ich musste ab und zu mal wieder den Weg korrigieren, den mein Navi vorgibt. Naja. Ich habe mir im Übrigen auch einen neuen Bike-Computer zugelegt. Bin vorher den Wahoo Element Roam gefahren und habe mir jetzt den neuen Element Bolt V2 zugelegt. Der neue Wahoo Element Bolt hat jetzt auch ein Farbdisplay mit 64 Farben. Ja, das ist ganz praktisch, finde ich. Dann kann man einige Elemente, einige Daten mit einem farbigen Hintergrund hinterlegen. Zum Beispiel die Herzfrequenz, dann werden dann die verschiedenen Herzfrequenzzonen farblich nochmal dargestellt. Zum Beispiel Grundlage in grün, Tempobereich in gelb, Schwelle in orange, maximale Leistung in rot. Auch die Navigation wurde jetzt angepasst, das ist genauso wie beim Roam. Wenn man sich auf einer Route verfährt, dann wird Route neu berechnet und man wird wieder automatisch auf die Route geleitet. Ich bin mir nicht sicher, ob das Kartenmaterial vom Bolt und vom Roam identisch ist. Zumindest optisch gibt es einige kleine Details, die nicht übereinstimmen. Der Bolt, der ist ein bisschen aufgeräumt, da sind klarere Linien. Radwege werden zum Beispiel jetzt auch in Blau dargestellt. Das ist beim Roam nicht der Fall. Das Gerät ist auch ziemlich kompakt, also die Maße sind 77 x 47 mm. Displaymaße ist eine Diagonale von 2,2 Zoll, sind 56 mm. Es ist klein, aber ich finde absolut ausreichend. Die Ablesbarkeit, die ist super gut, weil der neue Bolt hat jetzt auch dieses matte Corolla-Glas, was keine Spiegelung mehr zulässt. Man kann das Display wirklich richtig gut ablesen. Da wurde jetzt auch ein USB-C-Anschluss verbaut und der Speicher ist nochmal gewachsen. Es sind jetzt satte 16 GB. Ich glaube, bei dem Roam lag die Kapazität bei 2 GB. Wer noch auf der Suche nach einem Bike-Computer ist und nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, ich hätte da noch einen über. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Schöner Trail mit ein paar Spitzkehren und kann man richtig gut fahren. Er macht richtig Laune. Schattenbereichen ist es teilweise richtig schwer zu erkennen, ob man
da jetzt nicht irgendwie Steine oder Wurzeln im Weg liegen. Ja, zumal ich den Trail ja vorher noch nicht gefahren bin. Es ist halt so ein bisschen Überraschung, ne? Sag mir mal bitte, warum hier absichtlich dieser Weg versperrt wurde. Das ist eindeutig nicht nur ein umgestürzter Baum. Irgendwie bin ich dann doch drumherum gekommen, allerdings mit ein paar Brennnesselstichen mehr. Tja. Befinde ich mich auf einer alten Halde, rechts der Baldener See, auf der linken Seite die Heestertalbahn. Bei einem Kommentar auf Komoot heißt es, hier sieht es aus wie bei den sieben Zwergen. Wunderschön, coole, flowige Strecke. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich auch. Somit wäre ich auch an meinem Ziel angekommen, dem Baldener See in Essen. Hier befinde ich mich auf der Südseite vom See. Die eigentlichen coolen Trails befinden sich auf der Nordseite. Und genau die zeige ich euch im nächsten Video, im zweiten Teil meiner Tour. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche dann wieder zuschaut. Bis die Tage. Tschüss.